So, meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Alles gut bei euch, Leute? Ich hoffe ja. Gleich geht der Server an den Start und einige Teilnehmer stehen auch schon in den Startlöchern. Ich stelle mir einfach alles so klein es geht, damit wir bloß keine große Zielscheibe für die Gegner sind. So, und dann müssen wir in Nordzone 2 spawnen. Zack, let's go, Freunde. Es geht los. Hier war noch einer. Wo ist der? Ach, da. Der, wie riesig ist der Speer? Der Speer ist einfach größer als meine Figur. Was zur Hölle? Sogar die Axt ist größer gefühlt. What the fuck? Ich nutze die Gaben, die die Natur mir gibt, Leute. Und das hier ist eindeutig eine Gabe der Natur. Die Natur hat den extra hier zwischen diese beiden Bäume festgesteckt, damit ich den kriege. Ach du Scheiße. What? Oh no. Hundertsechzehner Kano. Das ärgert mich, dass ich den jetzt nicht tamen kann. Das wäre schon ein nices Ding. Den zu tamen. Scheiße, Junge, den muss ich jetzt erstmal da wegpullen hinten irgendwie. Aber ich glaube, ein Kano ignoriert einen Bronto. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich könnte ihn natürlich versuchen, in den rein zu kiten. Dann werde ich vielleicht sterben, weil der Bronto mich mit seinem Schwanzhieb erwischen wird. Und killen. Aber Vorteil und Resultat der ganzen Aktion könnte sein, dass der Kano danach tot ist. Okay, anscheinend brauche ich das nicht mal. Doch! Okay, die kämpfen. Ich weiß nur nicht, ob er den gelegt kriegt, ein 116er. 32er Bronto gegen 116er Kano, der hat Blutungsschaden. Der wird schon ordentlich reinhauen. Scheiße! Dann muss ich dich in die Schildkröte reinziehen. Anders geht es nun mal nicht. Tut mir leid. Und die Dodos. Ja, oder lass die Schildkröte. Ist auch in Ordnung. Ey, der macht 70 Damage. Holy shit. Du warst auf jeden Fall die Drecksratte, die mich vorhin in den Kano gekitet hat. Dafür hast du jetzt erstmal bezahlt mit deinem Leben. Hey, Bombe! So, wir sind Level 9. Okay, ich bin am Max angekommen jetzt für heute. Das.
Hier gab's doch Dodos. Da ist schon ein. Die ganzen Dodos hin, Mann. Wo bist du? Tot! Ah! Junge, was ist denn mit dir? Ey, das ist ein Spieler! Spieler! Wo? Wo? Spieler! Unten! Wo bist du? An der Klippe! Ich komm runter! Ah! Hallo! Hallo? Ignorieren Sie den Schreihals, bitte! Hä? Ach, Klim, bist du da? Ja! Ich lüg doch nicht! Du bist bewusstloser! Wir sind jetzt gemutet. No way, aber das war ein Hacker! Weißt du, wie schnell der war? Wo ist der? Aber ich kann 2 Stunden nichts machen. Scheinbar. Das ist übel assi. Weißt du, killen okay, aber... Die müssen ihm nur die Stimbeeren reindrücken. Drüber, hab ich nicht gesehen. Und der war auch übel schnell. Die schreiben, man muss mir andere Bären geben. Ich mach mich lieber auf die Suche nach Trimax Romatra. Revi ist ja auch noch irgendwo auf dem Server. Ich will irgendeinen von denen finden, da will ich einen von ultra hart abfacken. Oh, Junge! Toll! Jetzt holt er sich meinen Parasaurus, Level 116. Nein! Er war fast tot, Junge! Ich wette mit dir, es ist nur noch ein Schuss! Oh, Kacke! Aufheben, ich bin Z-Max. Ich bin Z-Max und ich mag Kacke. Vor allen Dingen mag ich es, Kacke auf andere zu schmeißen. Ich werde Romatra und Max ihre Bude, wenn ich die finde, so mit Kacke bewerfen. Holy shit. Und dann werde ich die ganze Zeit im Gebüsch hocken und rumbrüllen. Ihr irrelevanten Creator. Verzieht euch, ihr irrelevanten Content-Creators. Ihr Influencers. Okay, unser Tribe heißt ab sofort Z-Max-Bande. Sehr geil. Also jetzt müssen wir diese Affen, die Scheiße werfen, holen, ne? Ja, wir werfen alle mit Kacke immer ab. Wir sind die Z-Max-Bande. Bin ich drin? Ja, bist du. Jetzt kannst du dich killen und dann kannst du spawnen. So, okay, Freunde.
Dann bin ich jetzt erstmal raus. Der Gemma kommt dann jetzt jeden Moment für euch in den Stream und wird dann weiter arg zocken. Dann könnt ihr bei ihm weiter verfolgen, was er so tut. Der kann auf jeden Fall sich drum kümmern, auf jeden Fall ordentlich Ressourcen ranzuholen. Holz, Stein, Thatch, Fiber, alles drum und dran. Und wir hören und sehen uns morgen wieder. Zwischen 8 und 10 werde ich anfangen, ja? Bis morgen, Leute.